willkommen zum heutigen Satsang. Ja, ich sehe schon, dass die Energien von der Allgemeinheit nicht so locker und leicht sind wie sonst. Wir haben auch dieses Jahr ein ganz heftiges Jahr vor uns noch und es hat schon begonnen. Vielleicht hat es gemerkt. Wir werden gerade sowas von durchgeschüttelt und es ist auch noch eine längere Zeit so. Wieder von allem, was uns bequem hat sein lassen in den letzten Jahrzehnten, werden wir jetzt darauf aufmerksam gemacht, hier bist du bequem. Hier wartest du, dass jemand anders die Initiative ergreift. Und praktisch dieses Warten auf jemand anderen ist ein lähmender Effekt, der von der dunklen Seite aus so gewollt ist. Dieses Warten ist natürlich scheinbar bequem. Aber ich kann euch sagen, es ist komplett unbequem. Weil in diesem Warten gehen wir selber nicht in die Aktion, sondern warten, dass jemand anders oder eine andere Situation für uns in Aktion geht. Und da haben wir gerade Einflüsse, die uns die Illusion geben, wow, ja, genau das ist es. Ich habe jetzt gewartet, da kommt jemand, da kommt eine Situation und dann haben wir dieses Gefühl in dieser Situation, das ist es. Aber es ist wieder bloß bequem. Und da jetzt gerade hinzuschauen, das, ich sage jetzt mal, sollte man schon länger auf dem Weg sein und an sich gearbeitet haben, um es erkennen zu können. Und ihr seid ja auf dem Weg, sonst wäre ihr nicht hier. Dieses Erkennen können von einer falschen Leichtigkeit, das ist schon eine Herausforderung. Und darin befindet sich gerade die ganze Menschheit. Es hat aber auch wieder was Gutes. Es spitzt sich ja gerade alles so zu, ob es jetzt in Klimapolitik, Umwelt oder Wirtschaftspolitik oder überhaupt auf der ganzen Welt ist, spitzt sich alles so zu, dass auch der Bequemste jetzt letztendlich sagen muss, hey, da stimmt doch was nicht. Ich werde doch vollkommen verarscht. Von meinem Umfeld. Von jenen, die sagen, scheinbar, wie es richtig geht. Und diese Verarschung findet tatsächlich statt. Ich drücke das so aus, weil das für mich passt. Und wir werden auch auf der spirituellen Ebene gerade ziemlich verarscht. Denn das ist das, was ganz viel durcheinander bringen kann. Und es wird uns viel erzählt, was alles möglich ist. Und auch ich bin eine Zeit lang auf diesem Pferd mitgeritten und muss jetzt einfach mal sagen, in dem Aufwachen, darin ist einfach auch das, dass vieles, was uns vorgegaukelt wird, auch wieder nur mit Warten zu tun hat. Warten auf das große Wunder, warten auf den großen Erfolg, warten darauf, dass ich in mir in Frieden sein kann, warten darauf, dass jemand kommt, mir die Hand reicht und mich heilt. Ja? Und. Und es geht alles total easy, immer einfach, alles total easy. Habt ihr das schon mal gelesen, mitbekommen? Alles geht total easy, bloß bei euch nicht. Ja. Und es mag beim einen oder anderen auch so easy gehen, doch was erzeugt wird, ein
in der Menschheit an sich ist viel mehr Frustration wie die Hingabe an das Göttliche und an das Spirituelle möglich ist. Wir werden also schnell frustriert, wenn wir sagen, okay, die anderen sind bevorzugt, wenn wir Platz nicht in dieser wartenden Haltung. Das ist eins. Jetzt könnten wir hier auch wieder das Positive herausholen, und das wäre, das Lernen. Lernen und aufhören zu warten und selbst Initiative ergreifen. Und zwar so, wie wir es in unserem Innersten fühlen und spüren. Und nicht jemand anders die Macht geben, der sagt, so ist es richtig und nur so geht es. Sondern das ist das, was dieses Jahr verstärkt rauskommen sollte, ist, dass der Mensch anfängt, wirklich auf sich zu hören. Auf sein Innerstes. Egal, welche Machtposition jemand anders hat oder Autoritätsposition. Komplett egal. Wir tun das, was da drin im Herzen für uns das Richtige ist. Das ist die Herausforderung. Und da nimmt sich wirklich nichts davon aus. Das ist alles, was wir gerade erleben, hat diese Grundlage. Und das heißt nicht, dass ich euch jetzt hier die Hoffnung nehme. Oder doch? Weil Hoffnung hat was mit Warten zu tun und nicht mit Handeln. Das heißt, dass ich euch das Vertrauen in euch aktivieren möchte, vielleicht mit dem, was ich sage, vielleicht mit dem einen oder anderen Wort, dass ihr anfangt, vorbehaltslos, und wenn ihr noch die größten scheinbaren Fehler macht, nach euch geht. Nur so kommen wir aus diesem Dickicht raus und aus dieser Wartehaltung. Wenn ihr Angst habt, etwas falsch zu machen, diesen Satz kann ich unterstreichen, den man überall liest. Wir können nichts falsch machen, außer im Warten vielleicht. Wir können nichts falsch machen, wir machen lediglich Erfahrungen. Den Satz kennen wir alle, habt ihr überall schon gelesen, und der Meinung bin ich auch. Also, wenn wir keine Erfahrungen machen möchten, was es übrigens gar nicht gibt, auch wenn ihr nichts tut, macht ihr Erfahrungen. Wenn wir wirklich keine Erfahrungen machen möchten, aus Angst davor, Erfahrungen zu machen, dann legen wir uns selber lahm und machen uns ohnmächtig. Ja? Okay. Wir wollen ein paar Fragen jetzt noch beantworten und erstreichen. Wart ihr alle im Park? Nicht alle, ja? Okay. Also den Park haben wir extra installiert, damit wir leichter werden. Wir Menschen. Leichter von Beeinflussungen, die von außen ständig da sind. Ich sage jetzt mal wirklich ständig, weil das, was jetzt gerade auf der Welt passiert, ist so enorm, es ist alles aufgewühlt. Ob im Licht oder im Schatten. Nur damit das Licht im Schatten sichtbar wird und auch der Schatten im Licht. Und alle haben irgendwo Angst um ihre Existenz. Ich habe schon zu vielen außerirdischen Wesenheiten oder auch dunklen Wesenheiten gesagt, mein Gott, warum können wir denn nicht in Frieden miteinander hier leben? Die Erde ist groß genug. Außerdem ist es ein Hologramm, was sich unendlich zieht. Was soll das? Alle haben Angst, zu wenig Platz, zu wenig Nahrung, zu
zu wenig Profit, zu wenig Macht zu haben. Ja. Was sagt ihr dazu? Hat da jemand ein paar Worte zu meinem Monolog bis jetzt? Niemand. Du. Also, wenn niemand anders versucht, etwas dazu zu sagen, dann möchte ich es gerne versuchen. Ist ja sehr komplex, aber ich denke ganz intuitiv an Carl Gustav Jung mit seinem kollektiven Unbewussten, was vor allem schwebt. Das wäre also die psychologische Erklärung vielleicht. Aber es gibt viele Ebenen oben drüber. Und irgendwas ist im Busche. Nur wir sind dem ausgesetzt, aber ein jeder hat alle Möglichkeiten, sich so oder so zu verhalten, sich anzupassen oder dagegen zu gehen, einfach mit dem Fluss zu bleiben. Und sagen wir mal, dagegen gehen würde ich niemandem empfehlen. Nein, aber es gibt Leute. Ja, wir haben ganz viele Kritiker, wir haben ganz viele Menschen, die immer dagegen sind und schimpfen über andere. Das tut es genau nochmal einfach, noch mehr und noch verstärken, alles auf dieser Welt. Und ich gebe dir, also ich bin bei dir mit deiner Äußerung, aber ich will noch dazu sagen, in diesem kollektiven Feld ist eins ganz stark verankert, was dazu beiträgt, dass es knallt überall. Und das ist die Schuldzuweisung. Wir machen alles schuldig. Wahrscheinlich ist es schon mal aufgefallen. Wir werden von uns selber wieder weggeführt und sehen jetzt zum Beispiel, wir fangen jetzt mal an bei der Klimakatastrophe. Scheinbaren Klimakatastrophe. Da werden wir in die Klimakatastrophe reingeführt. Auf einmal ist eine Klimakatastrophe in Europa. In Deutschland ganz besonders. Nur in Deutschland. Wow, ringsherum kümmert sich kein Mensch drum. Aber wir werden in die Klimakatastrophe geführt. Eine tolle Sache. Da haben wir abgelenkt. Und was passiert in der Klimakatastrophe? Der Diesel ist schuld, das ist schuld, jenes ist schuld, dieser ist schuld. Alle sind schuld. Und vor lauter Schuldigkeitssuche wird nichts im Innersten verändert, weil man weiterhin in der Schuldzuweisung ist. Und das ist etwas, wo viele noch gar nicht so richtig umrissen haben, dass wir laufend in der Schuldzuweisung sind. Und auch noch unter dem Deckmäntelchen, dass es toll ist, dass es gut ist, dass es richtig ist, erhaben ist. Die Klimakatastrophe ist nur ein Bereich, die es übrigens nicht gibt. Ja, ist nur ein kleiner Bereich, wo wir in ein Gefängnis, wie eine Herde Schafe geschoben werden und das heißt Klimakatastrophe des Gefängnisses. Und wir müssen blechen, wir müssen Steuern zahlen, wir müssen dies und jenes, immer noch mehr und immer noch mehr geben. So dass wir nur noch in der materiellen Welt draußen paddeln, machen, schwimmen, versuchen zu überleben und ganz von unserer inneren Welt wegkommen. Ich habe oft Leute schon gefragt, ja, was möchtest du denn leben? Ja, das und das. Aber ich kann nicht, ich muss Geld verdienen. Kennt ihr alle, ja? Das ist ein Scheißspiel. Dieses Locken in die materielle Welt und gleichzeitig verpacken mit, du musst ja. Ja, was glaubt ihr, warum das gemacht wird? Die ganzen Gedanken, alles kreist sich nur darum. Ja,
behalte ich meinen Job? Oh, ich muss meinen Job behalten, weil ich meine Miete sonst nicht zahlen kann und so weiter. So dreht sich der Kreislauf. Wer hat da jetzt gerade? Du, gell? Also ich denke, es geht hauptsächlich um Macht, also dass bestimmte Leute vor allem um Macht aussprechen möchten und dass Verantwortung, also dass man selber nicht in seine Ermächtigung kommen kann, eben durch das Hamsterrad, wenn man nicht extra Anstrengungen macht oder umdenkt oder andere Wege einschlägt. Und es geht ja immer ums Geld, immer um die Materie und alle sind drum besorgt und jeder will für sich und seine Familie das Beste, macht materiell das Beste und vergisst eigentlich, dass er als Mensch nicht nur Materie ist, sprich eben die Materie besorgen muss, sondern dass er eigentlich viel mächtiger ist, weil man es uns ja auch nicht gesagt hat. Das sagt uns ja auch niemand. Und so Dinge muss man sich ja selber kümmern. Also, ja, wir werden in die Materie so hineingestoßen und es gibt Leute, die einfach hinstellen und sagen, ich bin die Mächtigere. Und alle glauben es, von den Politikern angefangen. Wieso glauben wir das? Ich glaube es nicht. Also ich habe dann der Eindruck, dass jeder in sich irgendwie so eine Pyramide mitbekommt auf seinem Lebensweg. So ein Pyramidenmodell, kann man auf vieles anwenden. Wieso werden wir so in den Materialismus nicht nur hinein komplimentiert oder hinein beworben, sondern reingezwungen? Das ist interessant. Wir werden rein erzogen, wir werden rein gezwungen. Jetzt gibt es schon wieder dem Erzieher die Schuld. Jeder in sich hat dann dieses Pyramidenmodell. Es gibt schon ein Pyramidenmodell die Schuld. Echt? Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, was du jetzt gerade erzählst. Und ich mache es jetzt nicht, um dich zu ärgern, überhaupt nicht, sondern weil das so abläuft. Es ist immer etwas anderes schuldig. Und das ist in Wirklichkeit nicht wahr. Und da sollte man doch mal richtig hinschauen. Ja? Und wenn ihr euch beobachtet, beobachtet euch mal. Er hat jetzt frei von der Leber gesprochen, einfach aus sich heraus. Und ich habe in ein paar Sätzen habe ich gesagt, jetzt beschuldigst du jemand anders. Ja, das machen wir doch alle. Aber wir können damit aufhören. Und dann haben wir die Möglichkeit, dieser scheinbaren Macht, die gar keine ist, nicht mehr gegenüberzutreten. Ihr müsst ihr nicht gegenübertreten im Kampf oder in der Ablehnung, sondern tretet ihr einfach nicht mehr gegenüber. Was nicht da ist, ist nicht da. Und erst wenn wir uns davor hinstellen und sagen, du bist schuld, dass ich so leben muss, dann ist die Macht da. So. Gut. Aber zur allgemeinen Klimakatastrophe gerade willst du dann noch etwas zu sagen? Wenn jemand schuldig ist, dann sind wir selber. Wir wählen. Es wird uns eine Wahl angeboten, aber die ist nur einseitig. Wir nehmen das Pyramidenmodell an, die Hierarchiemodelle, egal was, ja, wir nehmen das an, ohne zu prüfen. Wir übernehmen nicht Verantwortung für uns selber, weil wir nicht erkennen, dass wir wählen könnten, so wie sie sagt. Die Macht ist nur da, wenn ich mich mit der Macht auseinandersetze und sie abgebe, meine Macht. Wir wählen nicht. Wir haben nicht mal gelernt, dass wir Wahlmöglichkeiten haben. Dazu dient Satzung, dass der Horizont nicht erweitert wird und wir erkennen, wir können wählen. Also, wir haben eine Auswahl. Auf was wir uns ausrichten, mit was wir uns identifizieren. Wer bist du?
hast die Frage mal analysiert, in der Tiefe, für dich beantwortet. Oder sagst du wie jeder spontan, ja, ich bin der Roland. Ja? Ich bin Mensch. Und was da alles noch so kommt. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Ja, so ein Wort jeden, oder bist du? Ich bin der Sohn von dem und dem. Das sage ich auch mit dem Namen. Ja, bitte. Das kann man leicht erkennen, eine Umfrage, die es überall gibt, selbst im Internet. Da waren immer fertige Antworten hingesetzt, aber was du selber beantwortet wurde, steht, da kannst du jetzt keinen Platz. Genau. Die Wahl, die du scheinbar hast, die wurde schon vorgegeben. Ja. Ja. Sehr gut. Und wir stellen das System oder wie die Welt funktioniert nicht mehr in Frage. Unser Verstand hat akzeptiert, so ist es. Ja. Inkarnationen von Leben oder eigene Inkarnationen haben wir da mitgemacht. Und jetzt sagt die Gunja, ja. Was ist denn dein ursprünglicher Impuls? Wer hat Zugang zu dem ursprünglichen Impuls? Mach nur noch, was dein Herz dir sagt. Also wenn ich nach innen höre und will mein Herz fragen, dann kommt eine Stimme, die ist ganz laut und weiß immer alles gleich. Ist das mein Herz? Ja, er sagt das Ego. Woran erkenne ich das? An den Folgen. Manche müssen 60, 70, 80 Jahre alt werden, um zu erkennen, sie sind immer ihrem Ego gefolgt, nie ihrem Herzen. Waren aber voll davon überzeugt, haben andere mitgenommen auf die Reise. Ja. So funktioniert die Welt. Und da fängt die Unbequemlichkeit eigentlich an. Wir müssen uns aus dem Fluss des Lebens, der da so vorgegeben scheint, rausnehmen, uns eine Auszeit nehmen, nach innen tauchen. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür, Meditation, manche machen Wellnessurlaub und haben dort tolle Erkenntnisse. Es gibt Missionssuche, Vision Quest, haben die Urvölker schon immer gemacht. Also wir müssen uns rausnehmen aus diesem, so wie es halt so gerade so geht bei mir und bei dir im Alltag, innehalten, still werden, still werden, still werden, still werden, wenn es ein paar Jahre dauert. Und dann kommt irgendwann die Stimme. Erst kommen die anderen, die Laute, die Ablenker, die alles wissen, was gut für dich ist. Und die ticken in der Regel auf Schmerzvermeidung, das heißt, ich will keinen Schmerz und keine Pein erleben. Das ist unser Unterbewusstsein. Und der Verstand spricht es halt aus. Nie mehr Schmerz. Liebe ist gefährlich, weil tut weh. Wer sagt das? Ja, wer hat da jetzt geantwortet? Signalisiert dein Körper hier. Und wer hat die Antwort? Wer hat aus dem Körper rausgesprochen? Das interessiert mich. Altersweisheit. Mit Nichtverachtung. Persönliche Erfahrung oder persönliche Beobachtung? Persönlich auch. Ja. Nicht ganz verarbeitet, verdauter Schmerz. Klingt mir sicherlich. So, und jetzt, wer bewertet, dass der Schmerz von der Liebe kommt? Wer sagt dir das? Sag du nichts. Ja, ja, aber so muss man vorgehen. Sonst reicht man auch von einer Illusion in die andere. Die Untersuchung müssen wir machen. Also ich nehme dich voll aus, ja. Ich glaube dir aber nicht, dass du das bist, der da antwortet. Wir müssen das untersuchen, das ist radikal ehrlich sein. Das können wir jetzt nicht so auf die Schnelle machen. Aber es könnte sein, nur als Idee, es könnte sein, wenn wir untersuchen, dass der Anteil in uns, der sagt, Liebe war schmerzhaft. Ich habe es gespürt.
dass der Anteil sogar den Schmerz verursacht. Weil er definiert. So läuft das Spiel in der Regel. Wenn du mich nicht liebst und ich liebe dich und du weichst meine Liebe weg, dann tut mir das weh. Das beschließe ich in dem Moment. Und mir fällt es nicht auf. Und dann kommt genau dieses Ich, das beschlossen hat, weil der meine Liebe abweist, tue ich mir jetzt weh. Das sagt nachher, der hat mir weh getan. Das ist wieder die Schuld bei meinem Ego. Ist das dann was anderes wie das Ego? Oder ist das Ego? Das ist Ego pur. Und es hat so viel Kraft, dass dir das körperlich Schmerzen zubereitet. Und wenn wir das nicht sofort prüfen, in dem Moment, wo es entsteht, glauben wir ein Leben lang die Liebe. Aber wer sagt sowas, dass Liebe wehtut? Das habe ich noch nie gehört. Hat er gesagt? Ach, so. Selber schon gesagt. Ja, schon. Hat es schon jemand erlebt? Ja. Voll verliebt und dann hintergangen, betrogen, was auch immer, ja? Ja. Aus der Situation. Ist das Liebe hintergangen, betrogen, verstorben, verlassen worden, verletzt worden? Bestraft worden, abgelehnt, massakriert. Das ist heute Liebe. Das ist ja nicht an Bedingungen verknüpft. Und ich glaube, da fängt der Liebe an. Genau, was ist denn Liebe? Liebe ist ein Gefühl, das man hat für jemanden, ganz egal, was der macht. Und da geht es ja nur um den, wenn man jemanden liebt, dann will man dem ja was Gutes. Und das heißt, dann ist ganz egal, ob er einen verlässt, ob er einen, egal was er macht. Ja. Ja. Das ist Liebe. Egal, was der andere macht. Ich bin noch kein Buddha. Das ist schon sehr, sehr weise, fortgeschrittene Liebe, was in Bedingungslosigkeit richtet, weil es endlich reinkommt. Das können aber von meiner Erfahrung über 24 Jahre von 1000 Leute zwei. Tatsächlich jemand bedingungslos lieben. Und das erfahren wir dann an sich erst, also theoretisieren können wir ja viel. Aber wir erfahren das dann erst, wenn dieser Mensch sagt, er geht jetzt. Und den lieben. Wir echt lieben. Und dann in unserer inneren Erfahrungswelt des Schmerzes, der Wut, des Zorns oder auch der bedingungslosen Liebe, die einfach denjenigen gehen lässt und weitergeht. Das geht. Das aber man muss es in sich vollziehen. Man kann nicht die Theorie annehmen und sagen, ah, okay, ich liebe und ich will so sehr mit dem anderen Menschen zusammen sein und der verlässt mich jetzt mit einem anderen oder was auch immer. Und dann reißt den Schmerzbereich auf und die Hand klappt, ja. Und du erkennst, halt, das muss doch gar nicht so sein. Kein Schmerz. Ich bleib in der Liebe. Ja. Ich gehe nicht in die Wut, nicht in die Verletzung, nicht in die Rache. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Wer nutzt sie? Aber jetzt muss ich schon eingreifen. Leute, das ist fast unmöglich. Ich möchte ja gerne was dazu sagen. Ja, ich sage euch nochmal was dazu. Wenn wir das in der Theorie lesen, hören, dann tun wir gleichzeitig in uns den Anspruch wachsen lassen, so muss es sein. Ich sage jetzt auch mal, das ist ein Scheißspiel. So muss es gar nicht sein. Es muss gar nicht irgendwie sein. Ab dem Moment, wo es irgendwie sein muss, wie wir es mal gelesen, gelernt haben, gehört haben, ist es nicht echt mehr. Dann ist es nicht mehr die Wahrheit. Jetzt sage ich euch da was, das ist nicht mehr die Wahrheit. Jetzt sage ich euch das auch. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich das sage, beeinflusse ich euch. Oder ist niemand mehr beeinflusst? Ja. So funktioniert das ganze Spiel. Und das können wir in jedem Lebensbereich. In allen Lebensbereichen. Und ich kann euch nur sagen, auch das ist wieder Beeinflussung, wenn ich es sage. Aber ich kann es euch von mir aus sagen, hört auf, nicht auf euch zu hören, sondern auf andere.
Das ist eine große Herausforderung, wirklich eine sehr große Herausforderung. Und es hat mich veranlasst, heute den letzten Satsang zu halten in diesem Jahr. Weil alles, was ich euch sage, mag übergeordnet sein vom Bewusstsein her und sicherlich euch inspirieren, aber es beeinflusst euch. Und den eigenmächtigen Menschen, der sich selbst ermächtigt, der darf anfangen zu spüren, zu fühlen, wie es ist, für sich die Verantwortung zu übernehmen, in der eigenen Handlung. Egal in welcher Lebensweise. Ich hoffe, es geht euch noch gut. Ja, ich würde jetzt eher in die Richtung tendieren, dass wir nicht anfangen, unseren Schmerz, unseren Zorn, unsere Wut so abzulehnen, sondern sie endlich mal anzunehmen und ans Herz zu nehmen. Also das ist für mich eigentlich der Weg. Und dann kann ich das befreien. Also wenn ich wieder anfange mit, das darf nicht sein, dann unterdrücke ich nur irgendwas. Das sage ich, unterstelle ich Ihnen nicht. Ja. Aber bedingungslose Liebe, ich glaube, sowas kann Buddha und sowas kann Jesus. Und da sind wir noch lange nicht. Aber wir können anfangen, unsere Anteile anzunehmen. Ja, wie heißt du? Anna. Anna, vollkommen richtig. Ein erster Schritt ist, einfach sein zu dürfen, wie du bist. Und dich so anzunehmen. Ja? Dieses, ja, ich darf fühlen, ja, ich darf Emotionen haben, ja, ich darf Schmerz haben, ja, ich darf sein, wie ich jetzt bin und das auch annehmen. Ich muss nicht, mein Gott, wie hoch, schon spirituell entwickelt sein und erhaben sein über alles andere. Müsst ihr nicht. Da kommen wir ja noch hin, wenn wir nicht durchgehen. Ja. Es ist wichtig, dass ihr seid, wie ihr seid. Und das ist Aufgabe genug. Ja. Ich denke, Anfang kann auch sein, wenn man aufhört mit Bewerten. Ja. Große Aufgabe. Wenn du aufhörst damit, dann tust du auch aufhören, jemand die Schuld zuzuweisen. Ja. Das ist ein wundervoller Anfang, aber es muss jeder selber rausfinden, ob er damit anfangen will. Ich bin halt heftig. Ja. Jetzt gebe ich euch keine Sicherheit mehr. So, das so machen, nach, ja. Nicht mehr bewerten, nie mehr lügen, radikal ehrlich zu mir und zu jedem anderen. Dann gehen wir durch die Herausforderungen durch und dann lassen sie auch nach. Da war noch eine Meldung, dann hier vorne. Ich wollte einfach nur sagen, Liebe ist im Prinzip Verständnis der Schöpfung. So wie du eine einzelne Menschen in einem Kiel kann alles sieht, dass seine Vorwelt auch wieder entstanden ist, hat sie auch die Liebe zum einzelnen Menschen. Und deshalb die ganze Welt, um die Materie, auf die Blume, auf alles, dann liebst du die ganze Schöpfung, so wie du aufgeschrieben hast. Das ist ein Liebe Verständnis. Vorhin kam der Wahrheitsbegriff mal eben vor, und dann habe ich mich daran erinnert, wir sollten aufhören, die Wahrheit von außen über unsere eigene Wahrheit zu stellen. Oder wir sollten damit beginnen, unsere eigene Wahrheit immer oben anzustellen. Da beginnt dann das Spiel, dass wir unsere Wahrheit leben. Es nicht auf Kosten von jemand anderem tun sollte. Ich kann natürlich gar nicht gehen, von meiner Sicht aus, muss das selber rausfinden,
wenn ihr auf Kosten eines anderen eure Wahrheit leben tun wollt, lebt ihr nicht eure Wahrheit. Sage ich jetzt ganz einfach. So kann man auch leicht was rausfinden. Bin ich in der Wahrheit oder nicht? Brauche ich jemand anders, um in der Wahrheit leben zu können? Also du hast gesagt, Roland, radikal aufrichtig. Also das ist natürlich wahr, aber das Radikal, das hat mir richtig wehgetan, weil es, man begegnet so viel Radikalität. Ich würde gerne, ich habe sofort gedacht, gewaltfreie Kommunikation muss aber erstmal vorgeschaltet werden, um die Wahrheit in jedem Moment, jedem Menschen gegenüber so rüberzubringen, dass man ihn nicht in seine Autonomie eingreift. Ja, also nicht drauf trampelt, sondern Angebote macht. Mhm. Also ich würde nicht radikal aufrichtig sagen, sondern konsequent wahrhaftig und aufrichtig. Also nicht so radikal sein, ich kompromisslos. Auch schlecht, kompromisslos. Ja. Ja. Weil sonst fange ich an mit Halbwahrheiten und Scheinlügen und Notlügen und bleibe ich im Lügenbereich. Ja. Das war die Intention. Kompromissfähigkeit ist auch wichtig, sonst isoliert man sich ja komplett selbst, wenn man nicht mehr bereit ist und auch nicht in der Lage ist, Kompromisse einzugehen als Option, dann haben wir bald 7 Milliarden Einzelmenschen ohne Kontakt miteinander. Das ist ja richtig. Also da gibt es bestimmt viele Modelle mit Nuancen dazwischen. Das ist interessant, was du da sagst, Klaus, weil ich habe meine Unterhaltung im Außerirdischen gehabt. Da kam vom Sirius und der hat mir erzählt, dass es gemacht wird, dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen in der Gemeinschaft leben, in der Gesellschaft und hier auch extrem viel Kompromisse schließen, damit, warte mal, ich muss es wieder zusammenbilden, damit die Gemeinschaft ihnen auch Kraft geben kann. Und das wird aber so gezielt ausgerichtet und die Individualität eines Einzelnen geht baden. Und der, das war ein Mann, männliches Wesen, der hat gesagt, genau das ist es. Das ist schön verpackt unter Gemeinschaft, unter Miteinander, unter Familie, aber die Individualität, die den Menschen an sich ausmacht und auch der Weg zur Seele ist, die würde verloren gehen. War interessant für mich. Ich sage nicht, dass das jetzt die alleinige Wahrheit ist, aber wo du das jetzt erzählt hast, ist mir das wieder eingefallen und habe mir dann schon Gedanken gemacht und habe gedacht, ja, das stimmt. Also es ist etwas dran, wo ich sagen kann, das habe ich auch schon ähnlich erkannt. Diese Individualität geht verloren, je mehr man in einer Gemeinschaft sein will und leben will und aufgenommen sein will und anerkannt und geliebt sein will. Und dass das auch ein Aspekt ist der sogenannten anderen Seite, Schattenseite, wenn das der Begriff, den ihr kennt, der anderen Seite, die einfach auch überleben will hier auf der Erde, und Angst hat, nicht genügend zu bekommen, die führen uns in diese Richtung auf. Also das war jetzt aber jetzt ganz meine Erkenntnis, dass da was dran ist an dem, was er gesagt hat. Jetzt müssen wir aber auch noch mal andere hören, Klaus, das ist die ganze Zeit im Dialog. Ja. Ich hätte ein konkretes Beispiel. Also ich finde es eine komplette Herausforderung hier, nicht zu lügen und ehrlich zu sein, weil eigentlich müsste ich ja dann nach der Manur ziehen oder in die Gemeinschaft ziehen, wo die Leute so ticken, dass man ehrlich sein kann. Aber da ja alles total verlogen und in der Umkehrung ist, frage ich mich, wie soll ich bitte ehrlich sein? Als Beispiel GEZ. Jeder weiß, es ist Betrug, das ist Abzocke, es gibt das Bundesverfassungsgericht, was sogar gesagt hat, das ist illegal, aber jeder bezahlt, muss es bezahlen. Wenn er es nicht macht, hast du so eine krasse Story am Laufen, dir werden die Kinder weggenommen, dies, jenes. Also jetzt als Wahrheit, zum Beispiel, wie soll ich da bitte Wahrheit nehmen? Da geht es doch schon los.
Ja, aber wie raus? Wieso nicht da rausgehen? Ich lebe ja in dieser Gesellschaft, wenn ich es nicht bezahle, wird mir mein Kind weggenommen, kriege ich keine Wohnung mehr. Nee, das ist so tatsächlich, ja. Die haben, das ist so eine, also ich kenne viele Leute, die sich dagegen wehren, die das zum Beispiel nicht bezahlen. Mittlerweile, die haben ja tonnenweise Säcke, weil die Leute jetzt alle aufwachen, aber trotzdem ist es im Prinzip, diese, ist ja nur ein Beispiel. Ich könnte, da gibt es ja noch zig andere Sachen. Es gibt viele Zwangsbeiträge, ja, und so weiter. Aber vom Begriff Wahrheit einfach mal, wie soll ich hier, ich weiß schon, was ihr meint, aber was? Wie soll ich hier Wahrheit? Wenn du sagst, ich will in Deutschland wohnen, dann ist es dein Wohngeld, wo du hier sagst. Okay. Wenn du sagst, das ist meine Wahrheit, dann verweigerst du dich, dann wollte ich dir zeigen, wer die Macht hat. Du musst jetzt wohnen. Solange du dich in diesem System hier bewegst, gelten die Spielregeln von dem System. Ja, aber wir wischen aus dem System raus. Du kannst ja ausdrücken, das ist nicht meine Wahrheit, ich will das nicht bezahlen. Ah, ja. Aber bezahlst weiter, weil du im Moment nicht die Macht hast. Ja, so machen wir das gerade auch. Ja. Also das wäre ja die letzte Fremdwortung. Weil spätestens, wenn sie dich mal einspornen und weiß nicht was, und dich dann noch als, wie nennen sie das? Kreatorisch. Für weltfremd erklären und du eine Gefahr für die Umwelt bist, dann wirst du nämlich bevormundet und dann läuft der Hase ganz anders. Ja. Also du musst schon achtsam sein. Also hingucken, wo man sich bewegt und was man kundtut. Das Gute ist, dass jetzt immer mehr aufwachen. Und durch dieses extreme Verhalten der Schattenseite wachen immer mehr Menschen auf. Das ist also das, was man durchaus als positiv aufsehen kann. Und irgendwann noch werden diejenigen, die aufgewacht sind, so viele sein, dass es andere verschwindet. Aber wir sind jetzt noch Pioniere auf allen Ebenen des Bewusstseins. Ja. Wenn ich deinen 3-Punkte-Plan mal als Beispiel genommen, dieses Aufwachen, das klingt so unmachbar erstmal. So, leg den Schalter um, das wäre nicht. Ja, in mir natürlich, wo sonst, das ist ja toll, ist für mich absolut ein Quark. Stück auch, ja. Weil es ist genau die Frage, ich habe mein Umfeld, ich kann meine Wahrheit in der vollen Power, in dem Anspruch auch gar nicht leben, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel. Für mich glaube ich, dass ich gehört zu haben, ich muss erstmal erkennen, was ist wirklich meine Wahrheit. Und versuchen Sie, so peu à peu, immer wieder mich daran zu erinnern, ups, das mache ich nicht mehr. Zu glauben, ich mache das 24 Stunden am Tag, oder jetzt, wenn ich wach bin, dass ich 15 Stunden am Tag, das schlafe ich an. Das ist viel zu hoch. Das werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Aber ich denke mal, dieser kleine Weg, dieses, jetzt werden wir wahrscheinlich das Licht langsam mal andimmen, ja, immer wieder in die eigene Wahrheit zu kommen. Und ich behaupte mal sogar, selbst wenn ich meine eigene Wahrheit meine zu leben, werde ich wahrscheinlich auch wieder noch auf dem Weg Veränderungen erkennen, wo ich sage, ups, meine alte Wahrheit, die ich damals hatte, das war eigentlich gar keine Wahrheit, das war eine Abhängigkeit oder da habe ich mich wieder auf andere gestützt, da habe ich gesorgt, wie du eben schon sagtest, aber ich finde, das ist okay. Das ist dieses Erkennen dann, dass diese kleinen Schritte machen, dass es rechts und links hier fließt. Ja? Ich bin ja dafür da, dass ich hier nicht aufwache auf der Erde, sondern dass ich als Wesen, als Seele meine Erfahrung mache. Ja? Und das 100.000 Mal in meinem Leben. Also 100.000 Mal leben, kommen, auf die Erde kommen oder wie auch immer, bis das mal so weit ist, dass das mal wird. Also ich glaube, das ist der Weg. Alles hier Kampf, irgendwo will immer was verändert werden und irgendwie immer zielt es auf was ab, wo man irgendwas bewerten will oder irgendwas, das steht einfach nicht. Aber der Weg ist einfach für nichts.
zufrieden. In mir selber befrieden. Und das haben meine Eltern schon immer gesagt, man muss zufrieden sein. Und wenn man das kriegt in sich selber irgendwann findet, dann ist es drumherum und dann ist es immer danach spielen. Also so ist es halt bei mir. Natürlich kann ich auch nicht immer so in mir holen. Manchmal sind es auch. Aber für mich ist eigentlich der Weg Frieden. Nicht die Liebe, sondern der Frieden. Das ist im Prinzip für uns das Gleiche. Wo Frieden ist, ist Liebe, wo Liebe ist, ist Frieden. Ja, so hat jeder seinen Weg, seine Ansicht. Das ist alles vollkommen okay und gut und auch richtig. Aber der Satz, man muss zufrieden sein, der drückt ja schon wieder zwei Dinge aus für mich. Ich muss zufrieden sein, weil ich mir nichts leisten kann. Oder ich darf zufrieden sein, weil ich mir alles leisten könnte. Aber ich brauche es nicht. Ich erkenne, dass ich das nicht brauche. Das ist weil ich bin so erzogen worden, du musst zufrieden sein, weil wir können es uns enge leisten. Das ist Mangelbewusstsein. Ja. Dann kann man dem auch mal. Aber wenn man das reden, dann kann man hören, aber ich dann irgendwann erinnere mich, dann ist das wirklich ein schönes Gefühl. Im Frieden sein ist Frieden. Das ist auch das Ziel von uns. Der erste Konform ist so verstanden, sagt sich ja langweilig. Er hat keine Emotionen. Da regt sich nur mit viel, ich bin immer ausgeglichen. Satt war, er ist ein Zustand. Im Yoga satt war. Da wird nichts geschöpft. Das ist Frieden und Stille. Ruhe. Aber volles Kraftpotenzial. Der Verstand sagt, ja, mach doch was! Ja, wenn du Kraft hast und wenn du Möglichkeit hast, mach du! Und das zu analysieren in sich, nein, das ist toll. Wenn du sitzt und der Verstand brüllt, mach, ich bring dir Ideen, Visionen und alles wird eingespielt. Und du bleibst in der Ruhe. In meiner Stimme. Und spürst, wie der ganze Körper anfängt zu schwingen und zu beten. Und du bist wie ich. Stimme. So, auch das ist etwas, was wir überall lesen, hören und so weiter. Das ist etwas, wo ihr erreichen könnt, aber nicht müsst. Alles, was in dieser Art erzählt wird, hat ja auch ganz tief drin ein so ist es richtig. Ja. Ich bin durch einen starken Transformationsprozess durch, bin immer noch drin. Und in diesem Transformationsprozess ist sowas von klar geworden. Auch wir auf der spirituellen Ebene sind in einem laufenden Kampf mit uns selber. Weil wir irgendwie was erreichen wollen, sein wollen. Wenn wir das aufhören würden, was wäre dann? Wir haben eine Vorstellung, wenn wir aufhören würden, Vorstellungen zu haben, was wir dann? Und ich gehe jetzt noch weiter, selbst wenn wir dann aufhören mit allen Vorstellungen von richtig und falsch und so etwas wie Frieden in uns spüren, und dann? Dann schauen wir weiter. Erstmal dann beobachten. Das hat er jetzt so flapsig gesagt, aber da ist viel Wahres dran. Wir können dann einfach mal hinsetzen und sagen, alles ist schon gut. Wir halten nicht lang so. Also meine Erfahrung. Dann suchen wir uns was Neues. Wir suchen wieder eine Aufgabe, eine Herausforderung, eine Vision, irgendwas. Und selbst, wenn wir nur Recht haben wollen, vor allem Leuten. Aber eine Empfehlung, wenn du es schaffst, in diesen Frieden zu kommen, also wirklich, nicht nur eingebildet, sondern in jeder Zelle, merk dir den Weg dahin. Ich hatte einmal den Zustand, das Geschenk, ich war in einer Trennungsphase, tief verletzt, das Herz hat gewundet, ja, und ich hatte die Chance, durch den Schmerz durchzugehen, war im himmlischen Frieden.
Und auf der anderen Seite habe ich lachen müssen über dieses Ego, das Leiden wollte. Ja? Betrogen, Untergangen, was auch immer, Lebensplan zerstört. Und ich musste lachen. Und dann war so eine innere Stimme da und sagt, komm, geh wieder in die andere Position. Ja? Und ich war wieder drüben. Und dann dachte ich, nee, das fühlt sich scheiße an, dann zerstöre ich mich selber dabei. Und kam nicht mehr in den Frieden. Die Tür war so. Ich kann es nicht erklären. War so. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, um wieder in den Friedenszustand zu kommen. Also es war ein langer Umweg. Hätte ich gleich bleiben können. Einmal tief rein in den Schmerz und hindurch. Also das ist eine Empfehlung, das ist ein Weg in den Frieden. Aber es gibt auch Wege ohne Schmerz. Ohne Frieden. Also es funktioniert nur, wenn du tatsächlich bereit bist für den Frieden, ansonsten musst du wieder zurück und durch den Schmerz durch. Zurück auf Null. Nochmal von vorne. Moment, du hast es schon länger gemeint. Ja, und zwar, wenn du es gesagt hast, man kann auch sagen, das war das letzte Leben. Kann man das jetzt festlegen und jetzt klappt es in dem Leben nicht, dass man alles aufräumen muss in die vergangenen Leben, dass es trotzdem das letzte Leben ist oder muss man alles aufräumen und dann ist das letzte Leben. Da ist die Karma meistens. Nur, du darfst alles aufräumen. Okay. Ja, du darfst alles aufräumen. Der Spruch, der gilt schon, es kommt keiner von dannen, bis auf dass der letzte Heller bezahlt ist. Da geht es nicht um ein Säckchen in der Kneipe, sondern da geht es um die geistige Inkarnation. Du kommst raus aus dem Karma-Kreislauf, wenn du alles erledigt hast. Deswegen tut es auch vieles so durchrühren. Ja? Kann aber sein. In diesem Zeitalter die Möglichkeit, überhaupt unser Karma abzulenken. Sonst hätten wir noch nie die Möglichkeit in anderen Zeitdimensionen. Alle. Ja, das ist schon so jetzt möglich. Okay. Und es geht vermutlich nur um die Ausrichtung. Möchte ich das überhaupt? Ist das ein Ziel für mich? Mhm. Wenn du das beschließt, dann kommen himmlische Kräfte, dann wird das Gesetz der Gnade, das Gesetz der Liebe und vielleicht vergeben wir dann schlagartig alle, mit denen noch was offen ist. Also dann gehen die andere Türen auf. Das wollte ich noch mitgeben. Du musst nicht alles Stein für Stein wieder abtragen, was man aufgebaut hat. Ja, wenn man da jetzt sagt, ist die 800 Leben oder so weit oder mehr? Das ist unmöglich. Ja. Also wir erleben oft, dass es ein Schlüsselerlebnis ist, wo ganz viele andere Leben geprägt hatten. Wenn man das Schlüsselerlebnis in der Frieden führen kann, löst sich die Kette nach und nach von alleine auf. Das ist Gesetz der Gnade zum Beispiel. Also gehen wundersame Türchen auf, die wir vorher gar nicht erkennen, weil wir den Beschluss nie hatten, ich will raus aus dem Karma-Kreislauf. Ich will in den Frieden kommen. Weil das Leben ist ja interessant. Ja. Mit hoch und tief. Das ist nicht langweilig. Ich habe Mönche getroffen, die seit 20 Jahren in Indien sind, also der Deutscher, der andere ist Österreicher, habe ich die getroffen und gefragt, was ist dein Ziel? Weil ich habe im Yoga gelernt, Moksha, Ausstieg aus dem Karma, das höchste Ziel eines Yogi. Und weil die schon 20 Jahre Yogis sind und auch Yoga-Lehrer, Meisterassistenten, habe ich die gefragt, was ist dein Ziel? Was sagt er? Mein Ziel? Habe mir noch nie Gedanken gemacht. Ich lebe einfach. Das sei ja Moksha. Das war für mich unerreichbar. Ja. Oh, nö, das ist schon lange weg. Ja? Also es war dann seine Haltung dazu. Wenn es nicht in meinem Fokus ist, Schulabschluss zu machen, für einen Schlüsselstein leben kann. Also je nach Ausrichtung. Ja, da ist noch ganz viel dazugekommen. Ich versuche jetzt mal zu finden, was ich ursprünglich sagen wollte. Und zwar, es gibt ja Menschen, die mit, also astrologisch gesehen, im Geburtsbild, mit dem Zeitpunkt der Geburt, ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass die in diesem Leben die letzte Inkarnation haben werden. Das gibt es. Also du kannst das lesen. Das gibt Anzeichen dafür, ja. Also da ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Aber man kann es erreichen, dass das die letzte Phase ist, und das letzte Mal.
Aber man kann es noch vermasseln. Ja, immer. Wie bei einer Einweihung. Auch das kann man astrologisch sehen, dass jemand zum Beispiel, das sind Uranus-Pluto-Konstellationen, dass der in wahrscheinlich der letzten Inkarnation ganz, ganz kurz davor war, erleuchtet zu sein oder eingeweiht zu sein, also vom Menschtum ins Gott, in Gott als Gott hat zu transformieren, und hat sich immer gegriffen oder sich zugetraut oder durchgefallen, tatsächlich so. Und jetzt im Zen-Buddhismus sagt man Erleuchtung, naja, die kann man nicht herbeiführen, da kann man, man kann auch nicht durch Seminarbesuche rauslegen, komme ich zur Erleuchtung, sondern Erleuchtung geschieht, wie Schnee von einem Blatt abgleitet. Man steht vor dem Baum, vielleicht zufällig, und da ist Schnee, hat es gestaltet und auf einmal Windbewegung und der Schnee gleitet ab. Und das Blatt ist erleuchtet. So ungefähr kommt die Erleuchtung. Also man lässt sich nicht herbeikomplimentieren und nicht herbeizwingen. Aber am eigenen Leben, durch die eigene Lebensführung, kann man ja der Sache nachhelfen. Wenn die Väter sagen, ich muss in meinem Leben jetzt dafür sorgen, dass meine Seele in der nächsten Generation es viel, viel besser hat, als jetzt ich. Ja? Nicht, ey, da lasse ich jetzt mal die Sau raus, weil ich brauche ja nicht, dafür nicht mehr meinen Körper hinhalten. Die nächste Inkarnation macht es halt aus für mich. Sondern nein, ich will, das ist meine Aufgabe, dass meine Seele es in der nächsten Inkarnation besser hat als jetzt. Deswegen verhalte ich mich jetzt wohl. Jetzt habe ich mich mal kurz rausgehaust aus deiner Theorie und dem Wissen, dem Erlernten. Was sagst du mir, wenn ich sage, es gibt keine lineare Inkarnation, sondern es gibt parallel Tausende, zigtausende bis Millionen Inkarnationen, die alle parallel gleichzeitig wirken? Was ist Scheiß? Kein Raum, kein Zeit. Sogar wenn wir. Können ja gar nicht das nächste Leben vorarbeiten. Es gibt auch Leben, zum Beispiel nehme ich mich jetzt. Ich habe mehrere Parallelleben als du hier. Ja? Und in einem Leben sage ich heute, ich freue mich auf dieses Jahr, dass wir noch uns weiter treffen. In diesem Leben sage ich, das war der letzte Satz. In diesem Jahr. Ja? Beide Inkarnationen haben wiederum Auswirkungen auf ganz viele andere. Ich habe die Aufgabe, ich gehe in diesem Leben raus ohne Karma. Okay, reagiere jetzt heute hier so, habe eine Auswirkung in anderen Leben so. Das heißt, der Anteil im anderen Leben und mein Anteil hier in diesem Leben müssen irgendwann zusammenkommen und sich erlösen. Die gleiche Situation, ich stehe jetzt in einem anderen Leben genauso hier, vor euch. Ihr seid in einem anderen Leben genauso. Ja? Aber ihr hört andere Worte und ihr denkt auch anders. Ihr seid andere Persönlichkeiten. Und doch auch nicht. Würde ich jetzt in dem anderen Leben das Gleiche sagen wie hier, wäre es wieder was komplett anderes. Es hätte Auswirkungen auf viele Inkarnationen hinter dem Folgewissen. Wenn ich jetzt hier so sage, dann passiert als Reaktion irgendetwas. Wenn ich in dem anderen Leben es anders mache, passiert wieder etwas anderes als Reaktion im Umfeld. Beide Leben, ich rede jetzt nur von beiden, sonst verwirre ich euch noch mehr. Beide Leben müssen irgendwann in die Befreiung kommen von der Handlung eines Lebens. Das Ganze wird so zentriert, dass irgendwann nur noch ein Leben tatsächlich existiert. Eine Inkarnation. Befreit aus allen anderen. Das kann innerhalb von Sekunden passieren. Weil es sind noch Sekunden hier.
in einem anderen Parallelleben oder in vielen anderen Parallelleben hier auf der Erde. Als mir das bewusst wurde, habe ich vieles nicht mehr so ernst genommen und habe gesagt, okay, ich kann hier nicht wissen, wie ich mich richtig verhalte, sondern das kann nur meine Seele durch mich sein, einfach nur sein. Mich erfahren, mich wahrnehmen, zeigen. Wenn ich versuche zu wissen, was richtig und was falsch ist, dann, was ist dann? Schon nicht. Dann bin ich ja wieder in diesem festgehaltenen Bewerten von richtig und falsch. Was ist die Erkenntnis daraus? Das ist nicht wahr. Wir tun ja auch so immer was. Ich will noch etwas sagen aus meiner Erkenntnis raus. Die Astrologie hat ihre Berechtigung. Auf jeden Fall. In vielen Dimensionsbewusstseinsebenen der Menschheit. Aber sie hat halt nur einen kleinen Funken von der Wahrheit, die tatsächlich da ist. Und sie führt, macht nichts anderes, wie uns genau in die künstliche Matrix einzuengen, weil das ist ein grobes Raster, die Astrologie gibt das vor. Und das ist die künstliche Matrix. Das ist genauso zum Beispiel die Palmblätterbibliothek, kennt ihr alle, ja? Numerologie. Das ist die künstliche Matrix, in der wir rein inkarnieren und im Gefängnis sitzen. Vor einem vorgegebenen Leben. Tja. Jetzt ist erstmal gut, Inspiration genug.